Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein paar Valentinstagsgeschenke, die Boys Edition. Aber nicht die Panik auf der Titanic schieben. Diese Version ist hier auch für Ladies. Also da gibt es beispielsweise ein Geschenk, was ich meiner Mutter schenke. Meine Mom ist jetzt definitiv nicht irgendwie männlich. Da ist ein Geschenk, was ich mir selbst schenken würde. Ich bin auch nicht männlich. Deshalb... chillt mal eure Basis, ist offen für alle. Aber ich habe es jetzt als Boys Edition gekennzeichnet, weil da auch manche Sachen drin sind, was eher so typisch männlich ist. Genauso wie in diesem Video, da habe ich die Ladies Edition gemacht. Das ist auch eher so ladyhaft, aber da gibt es auch sehr viele Teile, die auch für Jungs gelten oder für andere Geschlechter, also alles offen. Go for it! Viel Spaß beim Shoppen! Übrigens habe ich unten alle Links euch reingeschrieben. Also ihr müsst jetzt nicht extra mit einem Notizzettel hier stehen und alles aufschreiben, sondern einfach nur entspannt auf dem Sofa sitzen, nach unten scrollen, auf den Link klicken, fertig, aus. Ganz viel Spaß beim Beschenken! Und das hier sind die Geschenke! Geschenkidee Nummer 1! Das ist aber vielleicht wirklich ein Jungsgeschenk, denn ich glaube, es haben mehr Jungs eine PlayStation als Mädels. Wir können ja gerne mal unten in den Kommentaren uns austauschen. Mädels, habt ihr eine PlayStation? Auf jeden Fall, was ich herausgesucht habe, ist keine PlayStation 4 oder 5, weil die können wir uns alle Mädels wahrscheinlich gar nicht leisten, weil die viel zu teuer ist. Aber wir können uns einen Standfuß bzw. einen Lüfter für die PlayStation 4 leisten. Und der sieht so aus. Man kann natürlich auch seinem Partner, Partnerin oder seinen Liebsten natürlich auch eine PlayStation schenken oder irgendeine andere Konsole, die Switch beispielsweise. PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 1, wie auch immer. Go for it, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Ich stelle euch den Lüfter vor. Die nächste Geschenkidee ist klassisch für Jungs. Und zwar eine Bartpflege. Ihr seht, Mädels, wir haben leider keinen Bart. Zum Glück haben wir keinen Bart. Wir haben nur so ein Frauen-Dings da, den wir uns immer wegreißen. Oh Gott, habt ihr sowas schon mal gemacht? ganz schlimmes Gefühl. ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall, eine Bartpflege für Jungs ist doch auch mal was ganz Cooles und da werden sie sich bestimmt freuen. In dem Video da oben habe ich euch als Valentinstagsgeschenk ein Cocktail-Set empfohlen. In dem Video hier empfehle ich euch ein Whisky-Set, denn man hat so ein wunderschönes Whisky-Set mit so einem tollen Whisky-Glas und so einem Stein. Gönnt euch Themenparty Whisky. Könnt ihr auch vielleicht auch für Sag mal oder Erzähl mal oder Privacy nutzen. Falls ihr keine Cocktails mögt. Bei der nächsten Geschenkidee könnt ihr deutlich erkennen, dass das Video wirklich für alle offen ist. Denn es handelt sich um Untersetzer. Und zwar für Getränke. Ich habe die extra noch eingepackt, denn die werde ich meiner Mom schenken. Denn sie ist total autoverrückt. Und ich habe gedacht, die sind doch total cool. Ich hatte nämlich eigentlich ein Geburtstagsgeschenk für sie gesucht und da habe ich die gesehen und war so, boah, das ist doch eigentlich voll das gute Geschenk auch für einen Valentinstag, für Männer oder auch für Frauen, für Leute, die Autos mögen. Das sind einfach Fußmatten, die man sich dann hinstellen kann. Die sind aus Gummi und da kann man sein Glas draufstellen und man hat einen Untersetzer im Fußmatten-Design. Das ist voll cool. Weiter geht's mit so einem Magnetarmband für unsere Jungs, denn da können sie handwerken und haben alle Schrauben direkt zur Hand und alle Dübel und alle, was es immer man da alles dran machen kann. Das ist super praktisch und ich habe gedacht, das ist doch voll das coole Geschenk für so einen richtigen Heimwerker. Im letzten Video die Geschenkideen für Ladies. Ich habe jetzt insgesamt 3 Videos für Geschenkideen gemacht, also checkt alle ab, falls in diesem Video nicht das passende Geschenk für euch dabei ist. Vielleicht findet ihr das perfekte Geschenk in den beiden Videos für euch oder euren Liebsten. Und in dem Video für die Ladies habe ich schon ein Spiel vorgestellt, ein neues Pokémon-Spiel, was demnächst rauskommt. Und es heißt nicht Arceus, wie ich es gesagt habe, denn jetzt habe ich den Trailer nochmal mir genauer angeguckt und da sagen die Arceus, I don't know, auf jeden Fall ein neues Pokémon kommt raus. Für Männer genauso wie für Frauen. Mega cooles Spiel. Ich bin so Pokémon-Fanat. Ich liebe Pokémon. Ich werde es auf jeden Fall spielen, obwohl der Trailer mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut gefallen hat. Aber ich spiele gerade Leuchtende Perle durch und das ist einfach meine Kindheit. Pokémon generell. Ich liebe es. Und deshalb werde ich auch Arceus... Arceus! mitspielen. Weshalb es auch auf der Liste steht für Geschenkideen für den Valentinstag.
Übrigens habe ich euch unten in der Infobox alle Links verlinkt. Also ihr müsst euch jetzt nicht die Mühe machen. Die Mühe habe ich mir schon gemacht, dass ihr alle Produkte nochmal händisch eingebt. Ich habe alles einfach euch unten in die Infobox gepackt, wo ich finde, ist der beste Preis und ich mir selbst kaufen würde für beispielsweise meine Mom als Geschenk oder für meinen Liebsten als Geschenk oder ja, für eine Mom. Übrigens ist Pokémon jetzt schon verfügbar. Es ist seit dem 28.01. auf dem Markt. Vielleicht habt ihr es auch schon durchgespielt. Da würde es mich mal sehr interessieren, wie fandet ihr das mit der Grafik und so? Es erinnert aber ein bisschen an Zelda, oder? Zelda Breath of the Wild. Also ich hatte Zelda zwar nie gespielt, aber ich hatte mal reingeguckt, weil ich spielen möchte. Unbedingt möchte ich es noch spielen. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Aber ich finde, es sieht ein bisschen ähnlich aus. Oder irre ich mich da? Weiter geht's ein wenig in die Nerdy-Szene. Und zwar eine Star-Wars-Lampe. Fühl dich nicht angegriffen, wenn ich jetzt Nerdy gesagt habe. Aber Star Wars ist schon ein kleines wenig nerdyhaft. Ich habe selbst geguckt mit der Community zusammen. Ich fand es mega cool, mir hat es sehr gut gefallen. Aber ich würde mir jetzt keine Star-Wars-Lampe irgendwie in mein Wohnzimmer stellen oder so. Also es sieht schon ganz cool aus. Es kann auch echt cool aussehen und cool sein. Aber ich finde es ein bisschen nerdyhaft. I'm sorry. Aber die Lampe sieht echt schön aus. Deshalb, vielleicht gefällt sie ja eurem Liebsten. Oder euer Liebster. Liebsten. Next, gehen weiter mit einer Black Roll. Eine Black Roll kann man als Frau genauso benutzen. Ich finde die mega. Ich kannte die bis vor 1,5 Jahren kannte ich die gar nicht. Und ich habe die kennengelernt. Die ist mega cool. Die nutzt man vor dem Training. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich selbst habe keine Black Roll, aber mein Ex-Freund hat die besessen. Und ich hatte die damals da getestet. Und die war richtig, richtig cool. Und seitdem will ich mir die holen. Eventuell hole ich die mir nach diesem Video, weil die ist echt cool gewesen. Da trainiert, der hat es immer gemacht vor dem Training, glaube ich. Da hat er seine Muskeln so aufgewärmt und so. Die sind auf jeden Fall richtig cool. Also, die haben richtig cool auch massiert und so. Allein für den Massageeffekt würde ich es mir holen. Black Roll, gönnt euch! Und nach dem Training könnt ihr euch nochmal richtig gönnen. Und zwar mit der Schnapsbank. Mit Gravur, okay? Gönnt euch einfach, Leute, ganz ehrlich, Leute, jeden Tag so leben, als ob es der letzte ist. Wir wissen nicht, wie morgen der Tag aussieht. Gönnt euch einfach nur. Schnapsbank mit Gravur steht auch hier auf der Liste als Geschenkidee für den Valentinstag. Und da ich versuche, krampfhaft einen coolen Übergang zu finden, kommt jetzt die Bucketliste. Denn ich habe ja gerade eben gemeint, gönnt euch, Leute, wir wissen nicht, wie morgen der Tag aussieht. Aus dem Grund habe ich eine Bucketliste für Männer oder auch für Frauen rausgesucht, wo man dann alles abhaken kann. Yes, das habe ich schon getan. Übrigens habe ich auch schon eine Bucketliste auf meinem Blog veröffentlicht. Schaut da auch gerne mal vorbei. Falls ihr Inspiration braucht, wie meine Bucketliste ist und sagt, nee, man kann sowas doch auch selbst erstellen. Also in dem Buch sind nur Ideen und ich möchte euch damit einfach nur sagen, lebt in den Tag auch mal ein bisschen hinein. Lebt auch mal so richtig so, als ob es der letzte ist. Gönnt euch. Jeder Tag kann der letzte sein. Wir wissen nicht, wie morgen der Tag aussieht. Genießt es einfach, mit euren Liebsten zusammen zu sein. Genießt euer Leben und ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Valentinstag. Denkt dran, der Valentinstag ist ein Tag im Jahr. Das bedeutet, dass ihr euren Partner nicht nur an diesem einen Tag liebt oder euren Liebsten. Denkt dran, dass ihr das ganze Jahr eurem Partner zeigen solltet, wie sehr ihr ihn liebt. Manche verwechseln das irgendwie. Ganz viel Spaß beim Valentinstag und viel Spaß beim Verschenken. Tschüsschen, Küsschen, bis zum nächsten Video.